Freuen Sie sich jetzt auf die spektakuläre 10x10 Show, nur hier bei Pearl TV. Schnäppchenjäger, aufgepasst, die 10x10 Show. 10 Produkte zu 10 Euro. Also hier sollte man wirklich aufpassen, denn wir haben Produkte, die wirklich aus allen Produktkategorien kommen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich nicht alleine bin, sondern dass ein Herr an meiner Seite ist, der sich auch wahnsinnig freut, hier tolle technische Dinge zu finden zum Beispiel. Oder vielleicht auch was, was einem schön mündet. Ne? Ja, da ganz egal was, aber auf jeden Fall für 10 Euro und alles knallhart reduziert. Da gilt, die Preise gelten 2 Stunden nach der Sendung, dann gelten wieder die Normalpreise. Also schauen Sie zu, ich denke, unter diesen 10 Produkten wird auch das richtige Schnäppchen für Sie dabei sein. Ich denke, wir fangen einfach mal an mit unserem ersten Produkt. Wir fangen an mit dem ersten Produkt. Diana kommt. Wow, schöne halbe Lightshow gemacht. Dankeschön, Diana. Und da sehen wir wieder was man eigentlich nie genug haben kann. Wie viele Taschenlampen hast du zu Hause? Leider zu wenige. Dann wird's Zeit, weil hier haben wir eine Hochleistungstaschenlampe mit einer Leuchtkraft und das kann man jetzt ungefähr erahnen mit 130 Lumen. Das ist sensationell. Natürlich LED-Technik, Hochleistungs-LED, also sogenannte Gre-LED ist hier drin, was wirklich unglaublich leuchtkraftstark ist, aber enorm energiesparend. Das heißt, auch die Batterien werden sehr, sehr lange halten. Die werden sehr, sehr lange halten. NC6760 und die 569, das ist Ihre Artikelnummer. 10 Euro, die ist richtig massiv, das, ne? Ist Aluminium, ja. Also wir haben hier nicht ein Plastik oder sonst was, sondern wirklich stabilstes Aluminium und Taschenlampen kann man nicht genug haben. Jetzt, wir haben es also auch zurzeit mit Themen, Krisenthema und das ist ja großes Thema seit Ende August. Da heißt, die Bevölkerung soll sich vorbereiten, auf falls mal eine Krise käme. Da gehört natürlich auch Beleuchtungsmittel dazu. Taschenlampen, also in ihr Notfallset, sollte natürlich auch unbedingt eine Taschenlampe dazu und dank der LED-Technik natürlich auch sehr, sehr lang haltbar durch die Batterien, die Laufzeit. Also die Birnen, die Grays, die gehen gar nicht mehr. Gut, gar nicht ist übertrieben. Ich glaube, 20.000 Stunden, sagt hier der Hersteller, mit 3 Watt. Ja, da kannst du dir das unterm Tisch mal gemütlich machen, Frau. Oh ja, ich habe es mir unterm Tisch schon gemütlich gemacht und die ist wirklich optimal. Tolle Taschenlampe. Ich leuchte gerade zu der lieben Diana, um zu schauen, welche Lippenstiftfarbe sie heute trägt. Nee. Wenn man, bleib mal unten. Nur mal am Tisch den Schatten. Da kann man, das mache ich jetzt mit der Taschenlampe. Da sieht man mal, wie leuchtstark die ist. Also, das ist sensationell und das für 10 Euro statt für 39,90 Euro. Vielleicht haben Sie schon mal gesehen, solche wirklich ultra hellen und vor allem sehr, sehr stabilen Taschenlampen, die kosten normalerweise richtig Geld. Ja, du darfst ruhig wieder hochkommen, gerne. 150 Mal heller als eine normale Taschenlampe und man sieht das auch, wenn ich jetzt mal in die Kamera leuchte, ja, das verpackt unsere Kamera fast nicht. Sehen Sie, jetzt habe ich kein Gesicht mehr, obwohl... Ah, jetzt ist es weg. NC6760 und die 569. 10 Euro. Ich muss da selber aus Erfahrung sprechen. Man denkt, ja, ich habe eine Taschenlampe am Smartphone, das reicht schon aus. Mhm. Gehen Sie mal abends, jetzt gerade, wo es auch sehr früh dunkel wird, mit Ihrem Hund spazieren. Ich kann Ihnen sagen, wenn da jemand anders noch auf die Idee kommen sollte, auch seinen Vierbeiner mal Gassi zu führen, dann werden Sie Augen machen und denken, mein Gott, was ist das denn noch? Weil da zückt man das Smartphone raus, macht die Taschenlampe an und sieht nichts. Man sieht absolut nichts, deshalb braucht man wirklich eine leistungsstarke Taschenlampe und die bekommen Sie hier für 10 Euro. Also da bitte schnell sein und zugreifen, denn die kosten normalerweise 40 Euro. Ja, natürlich. Das hast du gerade gesagt, es wird früh dunkel, es wird noch schlimmer, weil die Nächte werden immer länger. Weißt du, wann die Nächte wieder kürzer werden? Wenn Sommer wird. Nein, am 21. Dezember ist wieder Wende. Ja? Dann heißt dann, bis 21. Dezember werden die Nächte immer länger und dann werden die Tage wieder immer länger. Da ist die Sonnenwende. Also das können wir uns mal merken. Dann wird es schon um 5 dunkel. Jetzt im Moment, glaube ich, 6:30 wird es dunkel. Aber wenn man dann noch raus will, ist es gut, wenn man eine Taschenlampe dabei hat. Ich habe übrigens eine Taschenlampe in meinem Handschuhfach immer griffbereit. Ja. Und weil, falls man sie mal braucht, wenn man Schlüssel im Dunkeln runterfällt oder ähnliches. Also Taschenlampen immer ein unbedingtes Muss in der Küche. Im Keller, im Auto, also mindestens 3 sollten Sie zu Hause haben. Wenn Sie ein Notfallpaket gerichtet haben, dann wäre das Nummer 4, die Sie brauchen. Unbedingt also da jetzt gleich zuschnappen für 10 Euro eine solche Hochleistungstaschenlampe. Das ist mal wieder ein richtiges Perlschnäppchen. Ralf, ich habe ja auch noch Kundenmeinungen. Ja, gerne, die lese gerne, ich jetzt gerne. Mal schnell vor. Also, Mirko aus Bautzen sagt, endlich mal eine LED-Taschenlampe im robusten Gehäuse und ohne überflüssige Spielerei wie Blinken und Dimmen.
führen. Gut, das mag der ein oder andere natürlich nicht unbedingt. Ich würde sie wieder kaufen. Ja, herzlichen Dank, lieber Mirko. Wir haben noch eine vom Peter, der Peter aus Sat1, der sagt, einfachste Bedienung, sehr hell, sparsam, leicht, solid gebaut, gerade richtig für Outdoor-Einsatz, als unersetzliches Tool in der Windjacke oder als Lampe im Auto. Kaufempfehlung, Kaufempfehlung, das sagt auch der Ralf und ich, ja. Vor allem für 10 Euro. Bitte seien Sie hier schnell, NC6760 und die 569. Gibt es die Stadt wirklich Sat1? Sat1. Gibt's? Okay, ja. Sat1 mit Doppel-T. Wusste ich jetzt auch nicht. Ich habe immer gedacht, das wäre... Ja, okay, aber das hat mich jetzt überrascht. Aber die Kundenmeinungen überraschen mich überhaupt nicht. Das spiegelt nur Hast das wieder. Hast du nochmal nachgeguckt, ob ich mich verlesen habe, oder was? Ja, ich wollte wissen, ob es das wirklich gibt. Nein, ob das wirklich Sat1, da steht. Das gibt es tatsächlich. Stimmt, das ist nochmal deutlich. Also anrufen, holen Sie sich diese Hochleistungstaschenlampe, die normalerweise 40 Euro kostet, jetzt für 10 Euro. Richtig, Ihre Aluminium-Taschenlampe kommt unter der NC6760 und der 569. Wir haben hier 3 Watt. Wir haben Leistungs- oder Hochleistungs-Cree-LEDs und die macht alles mit Wasser und Erschütterung. Kein Problem für das Aluminiumgehäuse. Ein ganz tolles Produkt. Das war das erste, aber auch das zweite steht schon in den Startlöchern. Diana steht bereit und ich freue mich, was jetzt kommt. Das ist schon richtig. Es ist schade, dass wir zu wenig Zeit haben, um die Geräte alle auszuprobieren, weil hier würde ich es jetzt wirklich gern ausprobieren. Sie sehen 230 Volt Anschluss. Das ist natürlich ein Sandwichmaker, ein Sandwichmacher. Also einfach Ihre Toastbrote, Ihre Sandwiches rein, zusammen machen, toasten und dann passiert das. Oh, wir kriegen ja doch welche. Haben wir genügend Zeit? Oh, das ist schön. Sekunde. Das ist schön. Dankeschön. Dankeschön, Diana. Oh. Übrigens antihaft beschichtet. Ich mache jetzt trotzdem mal einen ganz kleinen Tropfen Öl drauf. Wie so, hättest du gerne ein Sandwich? Heiß und knusprig, bitte. Heiß und knusprig, ja, aber... Mach ruhig ein bisschen Schinken, Käse, bisschen beides. Schinken, mach alles, komm. Ja. Was wir schon hier haben, machen wir rein. So. Eingeschaltet ist er. Ja, wunderbar. Dann mache ich mal. Ich möchte auch eins haben. Sekunde. Ich belege dir aber erstmal deins. Oh, ich liebe das. Ich habe das auch zu Hause und so einen Sandwichmaker, den muss man wirklich haben. Achso, halt, das legen wir so unten rein, gell? Ja, aber warte. Kannst du es doch hier direkt belegen, oder? Ja, könnte man, aber. Ja, mach du. Mach du. Immer gerne du bist jetzt so Chefkoch. Reinlegen. So. Und dann müsste man das jetzt eigentlich zumachen. Warte, ich lege noch eins für mich mit dazu. Machen wir mal zwei. Also vier kann ich maximal machen, aber wir können auch mal nur zwei machen. Mach's, leg's doch darüber. So, und jetzt rein und zu. Dazu. So, mit der Tasche. Und jetzt müsste hier ein Licht brennen. Haben wir da noch einen Einschalter? Brennt das Licht? So, es ist auf jeden Fall eingesteckt. Strom haben wir. Genau, Strom haben wir. Ich drehe ihn einmal um. Der müsste aber eigentlich schon heiß sein. So, ja, der wird automatisch warm. Ah, okay, gut. Leckeres Sandwich in 3 Minuten. NC 3226 und die 569 aus dem Hause Rosenstein und Söhne, natürlich Markenqualität. 3 Minuten steht da. Schauen wir mal auf die Uhr. 3 Minuten lassen wir es jetzt mal drin. Und dann haben wir unsere leckeren Sandwich. Hier sehen wir, Diana hat es auch schon ausprobiert. Also leicht wirklich nur antupfen, weil das ist antihaft beschichtet. Da klebt nichts fest, aber ein bisschen zur Sicherheit nochmal eintupfen und dann die Sandwiches reinbelegen nach ihrer Passion, was sie möchten. Vegetarisch natürlich, Käse haben wir gerade drauf gemacht, Schinken hat mir... Lecker ist auch mit Salami und Ketchup. Ja, aber es gibt auch welche, die möchten nur von mir aus Nutella oder halt, Entschuldigung, Schokoladencreme. Oh ja. Das so ist eine Nougatcreme. Ja, eben. Aber es ist halt mal ein Sandwich. Auch Kinder essen das noch viel lieber als normales Toastbrot zum Beispiel. Oh, das sieht aber schon toll aus. Wir machen es nochmal schnell Minuten. Zu. Wir haben hier eine hochwertige Anti-Haft-Beschichtung. Das heißt, machen Sie sich hier bitte keine Gedanken über zum Beispiel auslaufenden, zerlaufenden Käse. Den können Sie wirklich super einfach wieder entfernen und dann diesen Sandwich-Toaster für 2 Portionen direkt wieder benutzen. Mm. Ich liebe so Sandwich. Und das riecht schon so lecker. Toll, hier. Ne? NC3226 und die 569, 10 Euro. Das ist ein toller Preis. Wenn man die im Elektrofachmarkt kauft, zahlt man locker 30 bis 40 Euro. Ich schaue gerade, unverbindliche Preisempfehlung, 29,90 Euro. Ich würde sagen, wir holen sie mal raus. Ja, ich meine auch jetzt. Wow, das ist ja unglaublich. pass mal auf, wir haben ja extra eine Gabel, Mensch, Vivian. Wir haben extra eine Gabel, da kann man jetzt rein. Und runter. Und da haben wir auch noch extra Käse. Guck mal, so viel Käse hast du drauf gemacht. Da mache ich mir jetzt auch noch extra Käse. Natürlich vorsichtig, das ist heiß, wenn Sie es rausholen. Also, und Sie können natürlich auch einfach ein Toastbrot so reinlegen und dann das auch machen. Das geht auch mit, machen wir mal nochmal, mit einer Scheibe Käse. So, zweite Scheibe drauf und zumachen. Also, unser Set hat ja mit Sicherheit auch wieder Hunger. Also machen wir hier noch, was wir haben. Du bist schon am Essen? Oh, lecker. Ist nicht mehr zu heiß. Schauen Sie mal, wie kross das ist, wie toll das ist. Also,
wirklich toll. Wer zerlaufenden Käse liebt, der wird den Sandwich Toaster hier absolut vergöttern. Ja, das ist ein Problem. Ich habe einen vollen Mund, du auch. Wer macht jetzt weiter? Diana? Wir sagen einfach nur hervorragend. Toll. Du, das schmeckt so lecker. Vor allem für 10 Euro. Und wie schnell das jetzt ging. Und das ging rucki zucki. Und so manes Toastbrot, das schmeckt natürlich nicht. Wirklich, so zerlaufender Käse. Das ist genau das, was man doch haben möchte. Und das bekommen Sie hier wirklich innerhalb von ein paar Minütchen. 3 Minuten genau, um das Ganze einmal auf Touren zu bringen. Dann legen Sie Ihr Sandwich, das können Sie natürlich belegen, wie Sie möchten, einmal rein. Warten vielleicht noch ein Minütchen ab und dann können Sie auch direkt hier einmal verzehren und einfach nur genießen. Oh, toll. Gut. Rein, die Steckdose zumachen und fertig ist das Toastbrot und die dicke Backe auch, weil man hat den Mund dann voll. Also ich esse ja gern zum Frühstück mal ein Toastbrot, aber das ist nochmal die Luxusvariante vom Toastbrot. Das, ja. Das ist die absolute Feinschmecker-Variante vom Toastbrot. Vor allem für 10 Euro, bitte schnell sein. Wirklich. Ja, vielleicht haben Sie schon lange mal so einen Sandwichmaker gesucht und gesehen. 30, 40 Euro, keine Seltenheit, dann jetzt zuschlagen. 10 Euro. Bestellnummer. NC 3226 und die 569, gucken wir mal. Toll. Auch schon fast fertig, ja? Toll, wirklich. Wow. Ich will noch was. Da ist aber nur Käse drauf. Warte. Ja, ich esse ja nur Käse. Ach so, okay. Ich esse nur Käse. Guck mal. Ich freue mich. So lecker, wirklich. Aber es ist sehr heiß. Das kannst du gerade auseinanderbrennen. Ja, warte noch eine Minute. Oder nimm das Messer, genau. Warum nicht? Aber NC 3226 und die 569. Ralf und ich, wir sind verliebt, Sie werden es auch sein. 10 Euro, dann kommt Ihr Sandwich Toaster zu Ihnen. Ich lasse mir eine Hälfte hier, die andere, die gebe ich großzügig weiter. Meinst du? Hast du geklaut? Nee, nein. Da würde ich sagen, guten Appetit. Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Mein lieber Kollege. Also, nur Käse, das war mal wieder eine tolle, tolle Sache. Einstecken, loslegen beim Frühstückstisch. Bisschen einpinseln, haben Sie gesehen. Müssen Sie nicht unbedingt, aber dann löst sich's noch besser. Also Schinken drauf, Käse drauf, Salami drauf. Zwiebeln noch mit rein, würde ich jetzt machen zu Hause. Ein paar Zwiebeln schneiden rein. Also was Sie wollen. Machen Sie es nicht ganz so dick, dass es auch noch zugeht. Und dann loslegen, in 3 Minuten ist Ihr Sandwich fertig. Aber es geht auch toll, toll weiter. Wir bleiben nämlich noch ein bisschen im Haushalt und haben hier unser nächstes 10-Euro-Produkt. Die Diana steht schon bereit und bringt uns das nächste Produkt. Und da geht es um die Körperhygiene. Ja, es geht ums Duschen, ganz einfach ums komfortabel Duschen. Und ich muss sagen, bei mir, ich habe mir genau diesen Duschkopf jetzt gekauft. Genau den, allerdings habe ich den regulären Preis 17,90 Euro bezahlt. Deshalb ärgere ich mich jetzt ein klein wenig, weil meiner war alt und verkalkt. Das heißt, nur noch die Hälfte von meinen Düsen sind gegangen. Jetzt haben wir gegen Verkalken hier schon mal eine Vorkehrung. Du siehst hier, haben wir ganz kleine 77 Düsen an der Zahl, wo das Wasser rauskommt in verschiedenen Einstellungen. Und du siehst vorne an der Spitze, fahr mal drüber, das ist alles Silikon, das ist Antikalk beschichtet. Also da fährst du einfach mal drüber, dann wenn sich Kalk festsetzen würde, würde das sich sofort wieder lösen. Und hier kann ich dann verschiedene Stufen einstellen, beziehungsweise die Härte, die ich gerne hätte vom Duschkopf wahrscheinlich. Ne? Richtig, genau. Also den Strahl, wie du es möchtest, du kannst so einen Spiralstrahl, du kannst einen Tropical Rain, weil das ist auch noch ein sehr, sehr großer Duschkopf mit 11,2 Zentimeter, also 112 Millimetern. Und dann können wir hier, auch die Düsen haben unterschiedliche Stärken. Also je nachdem, welche Stufe du einstellst, kriegst du auch die Stärke, wie stark welche Düsen reingemacht werden. Oder eben diesen Spiral hier, das ist schön. Dann eine ganz normale Dusche. Also alles, was ich möchte, kann ich hier einstellen. 6 verschiedene Einstellmöglichkeiten. Und das ist mal Duschkomfort, wie ich mir ihn wünsche. Aber Sie werden sicher wissen, wenn Sie mal in so einem Fachgeschäft waren. In so einem Baumarkt allein. Ja, dass solche Duschköpfe eben mal 40, 50 Euro kosten. Ganz ohne Probleme übrigens. Handelsüblich Anschluss, Gewinde hier, ganz normal, die ganz normale Größe, die Sie haben. Sie müssen noch schauen, Dichtungsring und schon ist es fertig. Also das ist wirklich sensationell. Und schon ist es fertig. NX 5467 und die 569. 10 Euro, bitte ein Preis, den Sie sich nicht entgehen lassen. Also Sie haben hier einfache Entkalkung aufgrund dieser Silikonnoppen, die wir einmal haben. Das ist ein XL-Duschkopf mit 77 Düsen, die natürlich diese Antikalkfunktion haben. Was war das Produkt vorher nochmal? Das war lecker. Ich habe auch noch ein bisschen was. Ich bin auch noch dabei. Top-Kundenauszeichnung, 5 von 5 Sternen, natürlich zum Kauf empfohlen. Wir haben hier 112 mm
XXL Durchmesser. Hier sehen Sie noch einmal diese tollen Anti-Kalkdüsen, die aus einem tollen Silikon sind. Und hier unten an diesem kleinen Noppen, da können Sie dann dementsprechend den Härtestrahl einmal einstellen. Und ich muss ehrlich sagen, ich liebe harte Strähle beim Duschen. Ich finde, das muss so ein bisschen massierend sein. Und das Problem ist ja auch, dass ich eine Haarverlängerung drin habe, Herr Ralf. Und wenn ich die Haare mit zum Beispiel einem weichen Strahl dusche, dann kriege ich das Shampoo nicht ausgewaschen. Das heißt, für mich ist das wirklich ganz schwierig. Da mag der ein oder andere jetzt lachen, können Sie ruhig auch. Aber für mich ist das schwierig, überall die Haare zu waschen. Denn wenn jemand einen Duschkopf zu Hause hat, zum Beispiel, wenn ich mal zu Besuch bin, der nicht hart eingestellt ist, kriege ich mein Shampoo aus den Haaren nicht gewaschen und kann dementsprechend dann mit Schaum im Kopf rumlaufen. Also deshalb fantastisch, dass man hier sechs Funktionen einstellt. Wie viele Mittelchen nimmst du mit unter die Dusche? Wie viele Fläschchen hast du da stehen? Ich habe eine Haarkur, ich habe eine, ein Shampoo, zwei. Dann habe ich ein Duschgel, drei. Dann habe ich einen ganz speziellen Rasierer, weil alle ja wissen, dass ich auch ein absoluter Rasierfreak bin, muss ein spezieller sein. Sekunde, lass mich überlegen, dann habe ich noch eine Spülung. Mann. Meine Herren, verstehen Sie, Frauen, bei uns steht doch drauf 2 in 1, Kopf und Haare, also reicht doch ein Fläschchen, habe ich zu Hause bei mir in der Dusche, reicht vollkommen aus, aber 6 Duschsträhle, das können auch wir Herren gut gebrauchen, sich mal verwöhnen lassen oder dann beim Haare auswaschen, das kennen wir auch, da brauchen wir auch ein bisschen mehr Wasser und beim normal Abduschen vielleicht ein bisschen weniger. Das Ganze kalkfrei oder leicht zu entkalken durch diese 77 Silikondüsen, also richtig toll gemacht. Das ist ein toller Duschkopf für ganz, ganz wenig Geld. Und die häufigste Ursache für juckende Kopfhaut ist, dass Shampoo-Reste nicht richtig ausgewaschen werden. Ehrlich? Mhm. Okay, also da haben wir auch wieder was gelernt. Harten Strahl rein und dann eben richtig auswaschen das Shampoo und dann ist alles gut. Also 10 Euro, ich denke, da kann man überhaupt nichts falsch machen. Nein, NX5467 und die 569, Ihr XXL-Duschkopf mit 6 verschiedenen Härteeinstellungen, aus denen Sie wählen können. 77 Wasserdüsen in 3 Stärken und für 10 Euro ein absolut toller Preis. Wir sind hier aber gerade im Sale. Ich muss da nochmal dazu sagen, wir sind hier gerade in den Sale gesprungen. Das heißt, also ein wirklich tolles Produkt, was jetzt gerade sehr, sehr, sehr begrenzt und rar ist. Deshalb seien Sie bitte schnell und sichern Sie sich Ihren XXL-Duschkopf, sonst könnte es sein, dass der leider nicht mehr vorhanden ist. Man kann ja immer jetzt den TV-Sonderpreis bestellen und bis zu 2 Stunden nach der Ausstrahlung. Wenn das Kontingent allerdings schon weg ist, ja, dann muss man leider leer ausgehen. Deshalb gehen Sie schnell in die Leitung 0180 51 51 und dreimal die 2. Die Jana steht. Ja, beim nächsten Produkt bin ich mir sicher, dass das mancher gern mal mit dir oder dir mitgeben würde unter die Dusche. Unter die Dusche willst du mir das mitgeben? Ja. Ach, die Fernbedienung würden fürs Auto, oder was? Nein, das ist eben, sieht so aus, das ist ja der Clou daran. Sieht aus wie eine Fernbedienung fürs Auto. Also meine sieht fast identisch aus, aber es ist eine vollwertige Kamera mit Mikrofon. Das heißt, hiermit kann ich jetzt Fotos und auch Bilder machen, und auch Videos machen, und zwar auf Knopfdruck, ohne dass es irgendjemand mitkriegt. Müssen wir gleich wieder sagen, Persönlichkeitsrechte, ganz, ganz einfach, das Recht am eigenen Bild bitte beachten. Also wirklich niemand in verfänglichen Situationen filmen, der das nicht mag. Aber ansonsten kann ich mal richtig schöne Bilder machen, unauffällig. Oder auch einfach auffällig von mir aus, wenn ich unterwegs bin. Ich muss nicht immer eine Kamera mitschleppen oder das Handy rausholen, sondern ich nehme meinen Schlüsselbund und drücke aufs Knöpfchen und habe ein tolles Foto gemacht. Und wenn wir vorne mal hinschauen, wenn man es genau weiß, dann sieht man vorne die Linse. Da wird das hier, Bild, ne? Genau, da wird das Bild oder das Video geschossen. Auf der Seite sehen wir noch 2 Eingänge. Einmal für die Micro-SD-Karte. Die müssen wir hier natürlich einlegen als Speichermedium. Und da sehen wir vorne den Micro-USB-Anschluss. Das ist einfach, um den Akku wieder aufzuladen. Aber damit kann ich eine Stunde lang filmen, ohne dass ich wieder an die Steckdose dran muss. Und wenn Sie eine Powerbank haben, Sie können diese Kamera natürlich wie Ihr Smartphone auch an jeder beliebigen Powerbank aufladen. Und das für 10 Euro PX 81, 36 und die 569 für Ihre Mini-Schlüsselbundkamera. Und vielleicht kennen Sie das, so die Bekannten, die Freunde, die Familie, die sind manchmal scheu. Wenn man dann einen Witz macht, wenn man gerade in einer netten, lustigen, geselligen Runde sitzt, dann wird so ein bisschen vor sich hergealbert und dann ist das lustig. Und am liebsten würde man sein Smartphone zücken und das Ganze aufnehmen. Doch Sie wissen ganz genau, wenn Sie Ihre Kamera, Ihr Smartphone auf Ihren Bekannten richten, dann verstellt er sich komplett. Dann ist er nicht mehr so lustig und witzig, wie er eigentlich war, sondern dann versucht er
irgendwas zu spielen. Und genau dafür ist das wirklich optimal. Ne? Meine so kleine Tochter, die ist jetzt 16. Also kleine sind nicht mehr, aber meine Jüngste, die ist 16 Jahre alt. Wenn ich von der mal ein Foto machen will, weißt du, was sie immer macht? Immer weg. Die lässt sich nicht fotografieren. Hiermit könnte ich das Ganze unauffällig machen. Clips. Und dann habe ich eben meine Bilder, die ich möchte. Also auch hier natürlich nutzbar, wenn Sie mal ein Gespräch mitzeichnen würden, möchten einfach auf den Tisch legen, Gesprächspartner fragen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn ich das mitzeichne, damit ich später noch alles im Kopf habe, klar. Und dann Aufnahme drücken, das geht ganz problemlos. Hat auch kein Gewicht, also das stört an keinem Schlüsselbund. Und vor allem, ein anderer erkennt es nicht als Kamera. Oder Tonaufnahme genauso natürlich hier möglich mit dem integrierten Mikrofon und natürlich auch Fotos. Richtig, und ich habe hier auch noch Kundenbeiträge. Ja, die lese ich mal vor. Zum Beispiel sagt der Robin aus Hochdorf, hallo lieber Robin, sehr gutes Produkt. Ist vor allem leicht und ich kann meine bestehenden Micro-SD-Karten verwenden. Setze es mit entfernten Anhänger für meinen Modellhubschrauber ein, um Flugvideos zu drehen. Klasse! Bildqualität ist erstaunlich gut. Habe das gleiche Produkt auf einer Modellbaumesse. Und dann in Klammern, die haben das wegen dem Gewicht wohl auch entdeckt. Klammer zu circa dem doppelten Preis gesehen. Und der Robin hat bestimmt nicht in der 10 Euro Überraschungsshow. Da haben wir noch gar nicht dran gedacht. Natürlich, gib's mir mal in die Hand. Das hat ja gerade mal ein paar Gramm. Stimmt, die Kette weg, dann kann ich das an jeden Hexakopter, Quadrocopter dranhängen und dann mal auch Flugaufnahmen, Luftaufnahmen machen. Das ist ja wirklich eine sensationelle Idee. Also schön, dass wir auch von Ihren Zuschauern immer wieder neue Ideen für unsere Produkte kriegen. Das freut uns natürlich riesig. Ich habe jetzt immer gedacht, du machst so, guck mal, so wenn du mal, und schon habe ich ein Bild von meiner Angebeteten hier auf der Festplatte, beziehungsweise auf der Micro-SD-Karte. Ach, du alter schön, Charmeur. 10 Euro, bitte sichern Sie sich diesen Preis. PX 8136 und die 569. Das ist Ihre Bestellnummer für Ihre Mini-Schlüsselbund-Videokamera mit integriertem Mikrofon aus dem Hause Octacam. Auch die kosten gut und gerne locker mal um die 50 bis 60 Euro. Allein der Katalogpreis liegt hier bei dem doppelten Preis. Ja. Da haben wir einen Katalogpreis von 19,90 Euro. Der ist schon gut, aber 10 Euro, das ist nochmal die Hälfte. Deshalb sparen Sie insgesamt 80%. Seien Sie hier bitte wirklich ganz schnell. Ich weiß, dass wenn die im 10x10 sind, dass da alle zugreifen und dass das Kontingent so schnell erschöpft ist, weil sich da direkt die Zuschauer in die Leitung wählen und natürlich ihre Videoschlüsselbundkamera einmal sichern wollen, dass ich Ihnen sagen muss, gehen Sie bitte jetzt schnell in die Leitung und sichern Sie sich das Produkt, also, wenn auch Sie das zu Hause haben. Wenn wir es nochmal haben, werde ich meinen Autoschlüssel mitbringen, weil ich habe ja auch so eine Fernbedienung und die ist fast identisch. Von der Form her dürfte es ziemlich identisch sein. Bei mir ist natürlich noch ein Emblem drauf. Können Sie ja auch ohne Probleme Ihr Auto-Emblem, egal was Sie haben, VW, Hyundai, Toyota, BMW, Mercedes, ich will Ferrari. Bei dir ist Ferrari drauf. Bei mir ist Ferrari drauf. Ja, ja, selbstverständlich. Nee, ich glaube, Ferrari hat ein bisschen andere Fernbedienung. Aber einfach drauf machen, dann wird es noch unauffälliger. Für 10 Euro können Sie wieder mal nichts falsch machen bei uns hier in der 10x10 Show. PX 8136 und die 569. Das ist die Bestellnummer für diese Mini-Schlüsselbund-Videokamera im Fernbedienungslook. Aufnahmestart erfolgt per Knopfdruck. Da sehen Sie es einmal eingeblendet. Dann die Kamera bitte einmal ausrichten bzw. auf das gewünschte Objekt halten und dann natürlich die Videoaufnahme starten. 10 Euro, Sie sehen auch hier eine tolle Auflösung, wirklich wunderbar und das für diesen Preis. Der Katalogpreis ist allein 19,90 Euro. Doch das 10x10, das macht es möglich hier bei Pearl TV so richtige Schnäppchen zu ergattern und ich bin ja auch ein absoluter Fan von der 5 Euro Überraschungsshow, weil ich so eine kleine Schnäppchenjägerin bin und deshalb liebe ich auch die 10x10 Show. Klar, natürlich ein Schnäppchen nach dem anderen und das nächste kommt gleich für alle Kaffee- und Teetrinker. Mhm, schauen wir mal. Da ist es. Diana? Diana, komm zu uns. Da Diana möchte es gar nicht abgeben. Diana, gib ruhig die Kanne mal da. Vivian. Weil es geht nicht um die Tasse, es geht um diese wunderbare Kanne. Die ist jetzt natürlich nicht richtig zu. Das muss nach hinten. Müssen wir einfach machen, damit wir dann auch wieder den Ausschank ohne Probleme kommt hier. Kommt es nicht andere nach vorne? Seite. Nee, nach hinten. Nach hinten normalerweise. Guck mal. So, und jetzt kann ich mit Knopfdruck. Guck mal. So ist sie dicht im Normalfall. Jetzt ist er aufgemacht, genau so. Und jetzt kommt mein Kaffee raus. Und das ist eben schön. Das ist auch leicht aufzudrehen hier, klar. Selbstverständlich. Und wir haben hier 1 Liter Fassungsvermögen für Ihre heißen Getränke, weil das ist ja nicht nur eine Aufbewahrung, sondern das ist auch eine Isolierkanne. Also das ist sensationell und
Hoppla, jetzt habe ich ein bisschen gesaut, aber ich krieg sicher irgendwo ein Wischtuch her. Dann können wir den Kaffee, den ich gerade verschüttet habe, ein bisschen wegmachen. Aber da eben das Ganze aus Edelstahl, das ist ja auch wichtig, rostfrei und pflegeleicht. Und auch kleine Malheure werden mal, wenn ich so ungeschickt einschenke wie gerade eben, werden dann leicht mal weggewischt. So, jetzt ist die Theke. Und wenn Sie wüssten, wie toll das hier duftet, wirklich nach frisch aufgebrühtem Kaffee, der hier sogar noch dampft. Der dampft hier wirklich noch. Und ich weiß, dass die Sendungen immer so ein Stündchen vorher vorbereitet werden. Das heißt, der Kaffee, der steht bestimmt schon seit einer Stunde hier im Studio. Und ich öffne, beziehungsweise Ralf öffnet einmal hier diesen Deckel. Und da kommt direkt dieser wunderbare Kaffeegeruch raus. Der Kaffee, der dampft noch. Der ist wirklich richtig warm und heiß. Und das ist natürlich aufgrund dieses hochwertigen Edelstahls, was hier einmal verbaut ist, das tolle Design. Grau Metallic, die Edelstahl-Isolierkanne mit 1 Liter Füllvolumen aus dem Hause Rosenstein und Söhne Marken. Und das hier liebe ich eben. Du musst nicht auf eine gewisse Stellung aufdrehen, sondern du drückst das Knöpfchen, dann wird vorne freigegeben, es kommt raus und lässt es zu, dann ist es dicht und bleibt dann auch länger heiß. Sieht toll aus. Ich finde auch diese Ummantelung, diese toll, ne? Gräulich, würde ich jetzt sagen, oder? Weißgrau ist das? Grau-Metallic, okay. Sieht sensationell aus. Also das ist wieder ein Highlight. Normalerweise kosten solche hochwertigsten Isolierkannen aus Edelstahl kosten gern mal 30, 40 Euro je nach Hersteller, aber das sehen wir auch gerade bei uns, 39,90. Also auch hier unverbindliche Preisempfehlung. Rosenstein und Söhne natürlich auch ein Markenprodukt, aber das können Sie jetzt und die nächsten 2 Stunden für gerade mal 10 Euro bestellen. Richtig, und Sie können die mit der einen Hand bedienen. Das geht wirklich spielend leicht. Hier einmal diesen Knopf runterdrücken und dann ist es schon möglich, hier Kaffee oder auch Tee, Kakao, wenn Sie möchten, einmal wirklich richtig schön heiß zu genießen. NC 2337 und die 569. Das ist Ihre Bestellnummer und auch hier wieder Obacht, die kalte Jahreszeit, die nasse Jahreszeit, die kommt jetzt. Und was möchte man da natürlich haben? Nicht das schöne Sommergetränk, was gekühlt ist und was frisch ist. Da möchte man so einen schönen warmen Kaffee haben, wo man auch mal die Hände ein bisschen dran wärmen kann. Und wo man vor allem weiß, hier bekomme ich immer leckeren Kaffee. Denn kalter Kaffee, abgestandener Kaffee, das ist nicht so gut. Ich weiß, dass auch meine Familie den immer wegkippt, zum Beispiel, wenn er schon nur noch so lauwarm ist. Denn Kaffee muss heiß sein, Tee muss auch heiß sein. Und so ein leckerer Kakao, der schmeckt auch nur, wenn er richtig schön warm ist. Und deshalb braucht man natürlich eine wunderschöne Isolierkanne, in dem das Ganze warm gehalten werden kann. Hält Getränke bis zu 12 Stunden warm und bis zu 24 Stunden kalt übrigens. Also Sie können theoretisch auch im Sommer hier mal eine frische Limonade mit ein paar Eiswürfeln einfüllen. Das ist kein Problem. Und die dann dementsprechend kühl halten. Ich zeige Ihnen das nochmal. Hier passen auch locker Eiswürfel rein. Wir haben hier eine Isolierfunktion dank Vakuum-Hartglas-Einsatz. Hier, also wirklich wunderbar mit diesem Drehverschluss in dem tollen Design und mit 1 Liter Füllvolumen. 10 Euro unter der NC23. Ich liebe die Sendung heute. Vorher gab es Waffeln, jetzt gibt es frisch gebrühten Kaffee. Kriegen wir gleich Kuchen? Das ist, ich bin mal gespannt, haben wir noch irgendein Kuchenbackgerät oder so? Das wäre ja auch nicht schlecht, ja. In der Sendung, nee, glaube ich nicht, aber der Kaffee schmeckt auch hervorragend. Weißt du übrigens, was man mit übrig gebliebenem heißem Wasser macht? Nee. Das friert man ein, heißes Wasser kann man immer gebrauchen. Ach, der Ralf, der hat heute so gute Laune, so, wenn Sie wüssten. Der Kaffee bleibt bei mir. Die wollten mir gerade den Kaffee wegnehmen, hast du es gesehen? Furchtbar. Sowas geht gar nicht. NC 2337 und die 569. Dann nimmt auch Ihnen nie wieder mehr Ihre heißen Getränke weg. 10 Euro, bitte seien Sie hier schnell. Sichern Sie sich diese tolle Isolierkanne aus Edelstahl. Wunderschön aus dem Hause Rosenstein und Söhne. Das nächste 10 Euro Produkt, das wartet. Und Diana ist bereit, dann würde ich sagen, komm mal her zu uns und gib uns das nächste Produkt. Hat irgendwie auch was mit Kuchen zu tun. Wenn du zu viel Kuchen gegessen hast, dann siehst du das auf diesem Gerät. Und da fehlt aber noch was Entscheidendes. Das ist eine Personenwaage. Nicht auf dem ersten Moment zu erkennen, aber wir haben hier oben ein Bedienteil, das ist abnehmbar. Und das haben wir auf einer Wand, die kommt jetzt gerade mal rein. Christopher, bring's ruhig mal rein. Soll ich schon mal die Schuhe ausziehen? Du darfst gerne die Schuhe ausziehen. Da haben wir sie, diese Wand. Und jetzt sehen wir das Bedienteil. Das kann ich ganz einfach auf der Waage platzieren, aber auch einfach an der Wand vor der Waage. Und Sie kennen das vielleicht, dieses Problem, wenn man auf der Waage steht und dann eben nicht mehr richtig erkennt, zum Beispiel, weil es zu dunkel ist oder weil man die Brille nicht aufhat, wie schwer man das jetzt eigentlich wirklich ist. Aber hier können wir es auf dem Display ablesen, indem wir es einfach in die Hand nehmen oder an die Wand. Uhrzeit ist auch mit drauf. Und was hier schön ist, es geht jetzt nicht nur ums Gewicht, sondern auch um die Körperfettanalyse, Körperwasseranalyse und um
ins Gesicht. Schande. Das Ganze wird abgespeichert und ich kann hier Profile erstellen von bis zu 12 Personen. Eine ganze Fußballmannschaft kann ich damit regelmäßig wiegen. Und jetzt, wie viel hast du denn? Wie viel will ich es wirklich wissen? Ich muss an dieser Stelle wirklich ehrlicherweise gestehen, dass ich mich so gut wie nie wiege. Wie viel das wiegst war du denn? Das letzte Mal. Du? Jetzt, letztes Jahr habe ich mich gewogen, da habe ich 57 Kilo gewogen. Mit oder ohne Knochen? Oder 56 Kilo. Nee, mit Knochen. Okay, 57, dann schauen wir jetzt mal. Müssen wir nur aktivieren und jetzt, du musst kurz runter, du musst antippen. Oh. Du musst antippen, genau, und jetzt drauf. Jetzt drauf? Geh mal drauf. Ach, wir müssen es noch personalisieren, glaube ich. Aha. Aber geh ruhig mal drauf jetzt. Ja. Schauen wir mal, ob es bei dir jetzt funktioniert. Genau, auf die Sensoren drauf. Ich bin zu schwer. Zu lange, Error. Nein, wir haben vergessen, dich zu personalisieren. Das müssen sie natürlich einmal machen. Bedienungsanleitung ist dabei. Also einmal wirklich Personen. Du musst die Größe einstellen. Genau, natürlich, was für eine Größe du hast. 1,65 Meter müsste ungefähr stimmen, oder? Nein, 1,73 Meter. Okay, steh mal drauf. Entschuldigung. 1,73 Meter. Jetzt steh mal drauf. Und dann, das Gewicht ist ja immer gleich so. Und jetzt siehst du, wiegst 67,9 Kilo. Nein, nee, stimmt nicht. Das stimmt nicht. Oh, haben Sie das gemerkt? Wie, so kann man Frauen 57,2. Ich habe nur 200 Gramm zugenommen. Ist ja okay. Also Mensch, 57,2. Das ist das Mikro hinten und das sind die Sender. Sie können das natürlich jetzt auch jederzeit, holen wir mal die Waage, wie eine herkömmliche Waage genauso benutzen. Da sehen Sie, dieses Teil ist Funkverbindung, aber ich kann es natürlich auch einfach hier reinklemmen. Dann habe ich es wie bisher auch, eine ganz normale Waage mit dem übersichtlichen Display, Uhrzeit, meine persönliche Einstellung abrufen. Wenn ich jetzt nur eine Person bin, lege ich natürlich nur ein Profil an, aber bis zu 12 Profile sind möglich. Und dann eben wiegen. Und ich würde Ihnen eins empfehlen, wenn Sie gerade bei einer Diät sind, ja, dann nicht täglich wiegen, weil dann gibt es auch mal Rückschritte. Es gibt auch Tage trotz Diät, da nimmt man ein paar Gramm zu und dann ist man ein bisschen deprimiert. Muskelmasse ist auch schwerer als Fett. Ja, das auch noch, wenn du noch gleichzeitig Sport machst, baust du ja noch Muskelmasse auf. Einmal in der Woche wiegen. Einen festen Tag, feste Uhrzeit, da wiegen. Und dann werden Sie sehen, wie von Woche zu Woche die Pfunde purzeln, wenn Sie gerade irgendeine sportliche neue Aktivität machen oder wenn Sie ganz einfach eine Diät sich anstreben oder eine Diät machen. Aber ich finde es klasse eben, dass ich hier auch Körperfett und Körperwasser analysieren kann mit dieser Waage. Und ich weiß, dass solche Körperfettanalysewagen gern mal 30, 40 Euro kosten. Ja, und hier kriegen wir sie für 10 Euro. Toll, also wirklich wahnsinnig fantastischer Preis unter der NC 38, 37 und der 569. Du sag mal, Ralf, also ist ja auch toll für eine Familie dann zum Beispiel, wenn man hier Profile für bis zu 12 Nutzer erstellen kann. Mhm. Es gibt ja Leute, die machen die verschiedensten Diäten. Manche versuchen es mit Sport. Dann gibt es natürlich auch so Diäten, wo man die Hälfte isst. Andere essen zum Beispiel fast nur Äpfel. Kenn ich auch. Also, nein, das stimmt aber nicht. Ich weiß, sie wollte es auf mich, weil ich tagsüber esse ich nur Obst. Ja, das mache ich einfach so. Abends koche ich dann und ich verzichte derzeit auf Kohlenhydrate. Das ist meine Diät. Und mir geht es gut dabei, muss ich dir sagen. Dir geht es gut dabei. Das sieht man, das merkt man. Und Ihnen wird es auch gut gehen. Ralf hat schon gesagt, bitte nicht jeden Tag auf die Waage gehen, sondern ab und zu und mal einmal die Woche. Ein bisschen Sport, ein bisschen Bewegung. Bei mir ist es natürlich der Sport für Faule, Sport für Bewegungsmuffel, der Vibrationstrainer. Du kannst joggen gehen von mir aus oder ins Fitnessstudio. Ich stehe da lieber auf den Vibrationstrainer. Aber eine Waage, unbedingt. Wenn Sie wirklich Diäten machen oder abnehmen wollen, dann holen Sie sich eine Waage, hier für 10 Euro mit allen Analysen und dann wirklich nur einmal wöchentlich, aber das regelmäßig, genau um die gleiche Uhrzeit, am selben Tag wiegen. Am besten noch aufschreiben. Richtig. Dass man auch wirklich schriftlich, schwarz auf weiß, die Erfolge von Woche zu Woche verbuchen kann. Aber ich denke, eine Waage braucht sowieso jeder zu Hause. Du hast keine zu Hause. Ich habe keine zu Hause, aber ich weiß zum Beispiel durch meinen Partner, der Olli ist ja Personal Trainer und gerade auch die jungen Leute, die viel Sport machen, denen ist es besonders wichtig zu wissen, wie viel Wasseranteil sie haben oder Körperfettanteil. Und das ist auch ein tolles Geschenk für 10 Euro, wenn sie da jemanden im Familien- oder Bekanntenkreis haben, der vielleicht Geburtstag hat oder dem sie ein kleines Dankeschön machen wollen. Greifen Sie bitte auch hierzu, so eine Diagnosewaage mit abnehmbarem Display in so einem tollen Design. Das ist ein Hingucker und da freut sich jeder Fitnessliebhaber. NC 38, 37 und die 569. Das ist die richtige Bestellnummer, die Sie da einmal wählen müssen. 10 Euro der Preis, 0,180, 51, 51, dreimal die 2, die Nummer. Übrigens auch das genaue entgegengesetzte, Leute, die krampfhaft versuchen zuzunehmen. Jetzt hat mir jemand aus dem Team erzählt, dass der Partner gerade aufhört zu
zu rauchen, um zuzunehmen, weil er unbedingt 10 Kilo zunehmen muss und schafft es nicht, weil er so einen schnellen Stoffwechsel hat. Also auch da eine Waage natürlich sehr, sehr hilfreich, um das zu kontrollieren. Nicht nur gefühlsmäßig, oh, ich greife mal hin, ich glaube, ich habe ab oder zugenommen, sondern wirklich auf den Punkt, aufs Kilo und dann auch noch sehen, was hat sich verändert an der Muskelmasse, was hat sich verändert am Wasser, an der Wassereinlagerung im Körper. Sehr, sehr interessant. Für 10 Euro kann man wieder nichts falsch machen. Es geht weiter mit einem Produkt, bei dem kann man auch für 10 Euro überhaupt nichts falsch machen. Da ist sie, unsere Diana. Richtig. Und übrigens ein ganz, ganz tolles Kleid. Oh, ihr seid im Partnerlook heute, sehe ich farbig. Oh ja, ich habe mich gleich angepasst. Ich bin heute auch blau. Nein, Spaß. Also, Diana, toll. Sieht wirklich wunderbar aus. Es geht um eine Powerbank. Und Powerbanks, die sind auch wirklich in meinen Augen essentiell, denn das sind die Helferlein im Alltag, Ralf. Ja. Der kennt es nicht. Der Smartphone-Akku, der geht einmal leer und sie stehen da und denken, mein Gott, was mache ich denn jetzt? Ich warte doch noch auf einen Anruf. Ja, für alle, die nicht wissen, was eine Powerbank ist, erklären wir es nochmal kurz. Das ist Ersatzenergie. Hier kann ich ohne Steckdose meine USB-ladbaren Geräte, also Smartphone, Tablet, vielleicht auch ein Ventilator, eine Soundbar, ein Radio, was per USB zu laden ist, kann ich hier laden. Und das hier mit einer unglaublichen Kraft. Wir haben hier nämlich 6600 Milliampere-Stunden und ein Smartphone, ein großes, mit riesengroßem Akku, hat 2000 maximal. Ja? Also das kann ich hier 6, 7, 8 Mal aufladen. Den Füllstand hier, das finde ich auch schön, sehen wir auf diesem LCD-Display. Du siehst, ich drücke hier und wir sind hier die Prozentangabe. Wir sind hier jetzt bei 89% Füllvolumen. Das heißt also, wir haben knapp 6000 haben wir noch drin. 6000 mAh. Zwei Ansteck, einmal 2,1 Ampere für Tablets oder fürs iPhone und einmal 1 Ampere für die normalen Smartphones. Und jetzt stecke ich einfach mal mein Smartphone ein. Na, richtig rum sehen Sie wieder die 50-50 Chance. So, und jetzt lädt es automatisch. Das geht ruckzuck. Jetzt aufladen. Und das Ganze ist auch noch hier mit einem kleinen Nothelfer. Das ist immer schön, wenn sowas dabei ist. Hier sehen Sie auf diesen Kontrollknopf, mit dem ich das Licht anmache bzw. ablesen kann. Wenn ich da zweimal drauf drücke, 1, 2, dann geht auch die Taschenlampe an. Und du siehst, da ist eine leuchtstarke LED. Also auch mal für unterwegs, wenn ich mal kurz eine Taschenlampe brauche, hole ich einfach meine Powerbank aus der Hosentasche, aus der Handtasche. Ganz, ganz egal. Hier das Format finde ich sehr, sehr schön. Normal sind Powerbanks immer ein bisschen größer oder auf jeden Fall länger. Hier haben wir fast quadratisch und einen sehr kleinen, kompakten Umfang. Also das ist mal wieder was, wo ich sage, okay, 10 Euro ist mir das auf jeden Fall wert. Und ich habe eben zu jeder Zeit die Ersatzenergie, die Panikattacken, Hilfe, mein Akku ist leer, wo ist die nächste Steckdose? Die hören mit einem solchen Gerät dann natürlich auf. Die sind normalerweise richtig teuer und sie machen auch hier wieder Jugendlichen wirklich eine Riesenfreunde, wenn sie so eine Powerbank verschenken. Denn die können auf gar keinen Fall genug davon bekommen, von Zusatzenergie. Die wollen unabhängig von der Steckdose sein. Die wollen ihr Smartphone immer dann benutzen, genau wann sie es wollen. Und deshalb können sie hier auch getrost mal sagen, ich bestell vielleicht eine mehr. Für 10 Euro kann man das machen und dann verschenke ich die mal an den Enkel oder vielleicht ans Kindchen, an Kinder im Bekanntenkreis oder Jugendliche vor allem, die natürlich Smartphones oder USB-Geräte haben, wie zum Beispiel MP3-Player. Die freuen sich wahnsinnig. PX8480 und die 569. Du darfst das aber nicht nur auf Jugendliche und Kinder reduzieren. Das ist ja auch bei einer E-Zigarette zum Beispiel. Richtig, die wird ja auch über auch USB Erwachsene. Genannt. Überleg mal, stell dir mal vor, du bist im Berufsleben auf Bereitschaft. Ja? Musst immer erreichbar sein, bist aber unterwegs, dein Akku geht leer. Du kriegst Panikattacken, wenn dir jetzt ein Notfall eintrifft. Also, Powerbank mit, dann kannst du auch länger planen, dann kannst du auch mal ein paar Stunden länger unterwegs bleiben mit der Sicherheit, dass dein Smartphone eben genügend Energie hat und du trotzdem, obwohl du unterwegs bist, zu jeder Zeit erreichbar. Und das mit so einer kleinen Powerbank. Aber leistungsstark, nochmal 6600 mAh reichen also, um ihr Smartphone mindestens 3, 4, 5 Mal, je nach Kapazität ihres Akkus, vollständig aufzuladen. Ich habe ja auch Kundenbeiträge. Gerne, und gerne. Die Kunden bzw. die lieben Zuschauer, die uns schreiben, Dankeschön an dieser Stelle, die schreiben: Leistungsstarke Powerbank, besonders hilfreich, Anzeige des aktuellen Ladestands der Bank im Display. Das stimmt. Harald aus Kerken sagt, super praktisch für unterwegs, wenn der Akku mal leer geht. Durch Anzeige gut einsehbar, ob Powerbank noch genügend Akku vorrätig.
Vorräte ich habe. Ja. Und dann hat noch der Christoph aus Berlin geschrieben, dazu gibt es nichts zu empfehlen. Einfach einstecken und los geht's. Erstaunlich diese Power. Ja, 6600 mAh, das ist eine ganze Übrigens Menge. Auch für Zocker. Das ist Zusatzpower für Zocker sowieso. So PlayStation-Controller, die werden auch per USB geladen. Also auch hier kann ich meine Spielkapazität um einiges verlängern. Ich kann ja auch weiterspielen, direkt während dem Laden. Genauso kannst du auch telefonieren, während es am Ladegerät hängt. Also das eine grenzt ja das andere nicht aus. Und das ist das Tolle, die Flexibilität durch Powerbanks. PX 8480 und die 569, ihre USB-Powerbank mit zwei Steckplätzen mit 6600 mAh für unschlagbare 10 Euro. Hier zuschlagen und vor allem schnell sein. Wir sind im Sale, im Ausverkauf, also auch hier wieder begrenzte Stückzahlen. Die Zuschauer, die sind heute wirklich richtig schnell. Schnell ist aber auch Diana und steht bereits wieder an der Ecke, wartet auf uns und bringt uns das nächste Produkt. Ja, und so. Hier haben wir einen Verteiler. Und zwar gibt es überall, in jeder Wohnung, gibt es die Lieblingssteckdose. Die ist im Flur oder in der Küche irgendwo vor einer Ablage. Und dort werden die ganzen Familienhandys werden dort geladen. Das Problem ist, ein Ladeplatz, eine Steckdose. Jetzt kommt die Mutti noch und will saugen. Dann macht sie das Gerät, was gerade eingesteckt ist, raus und braucht die Steckdose natürlich. So, jetzt kann ich aber hier aus einem Lieblingsplatz, kann ich vier Lieblingsplätze machen, indem ich einfach dieses Netzteil einstecke und jetzt nicht ein USB-Ladeplatz habe, sondern vier. Das Ganze mit einer Leistung von 21 Watt und insgesamt 4,2 Ampere. Also ich könnte hier jetzt vier Smartphones gleichzeitig, zwei Tablets gleichzeitig laden. Also bitte auf die Amperezahl achten, sonst geht es ein bisschen länger. Sie könnten auch vier Tablets, aber ich glaube, das gibt es in keinem Haushalt, vier Tablets. Aber zwei Smartphones, zwei Tablets kann ich hier parallel aufladen. Oder Modellbau, Hubschrauber, wir haben vorhin gehört, Controller von PlayStation. Alles, was per USB geladen wird, hänge ich hier dran. Unsere Soundwürfel zum Beispiel, die haben ja auch einen Akku, der per USB geladen wird. Taschenlampen werden oftmals per USB geladen. Egal welche Geräte, vier Stück dran, parallel aufladen. Richtig, und das für 10 Euro. Für 10 Euro ein toller Preis, vier USB-Geräte gleichzeitig laden. Normalerweise ist sowas im Elektrofachmarkt wirklich sehr, sehr teuer. Hier nicht in der 10x10-Show PX 8439 und die 569. Und ich glaube, jeder kennt diese Steckdose. Katja hat es auch letztens erzählt, die haben im Flur so eine, wo dann auch die ganzen Brüder und sie und die Mama ihre Smartphones laden. Wir haben sowas auch. Bei uns ist das in der Küche direkt neben der Heizung. Wir haben nämlich in der Küche so einen kleinen Tisch und da sind dann ein paar Stühle und da gibt es einen Stuhl an der Heizung, der natürlich dann auch diesen einzigen Steckdosenplatz hat. Und alle lieben es, gerade bei der kalten Jahreszeit, mit dem Rücken an der Heizung zu sitzen, das Smartphone hinten in der Steckdose einmal eingesteckt zu haben und auf dem Tisch dann einen leckeren Tee oder Kaffee stehen zu haben. Ja, die alle anderen gehen dann leider leer aus und müssen ihre Smartphones irgendwo im Wohnzimmer oder sonst wo im Flur verteilen. Hier können sie dann bis zu vier Smartphones auf einmal laden oder ihr Tablet natürlich noch zu ihrem Smartphone. Das ist möglich für 10 Euro unter der PX 8439 und der 569. Und der Herr Jansen, der Kollege, der lässt sich von der lieben Diana da nochmal einen zweiten Kaffee einschenken und ist der immer noch heiß? Du siehst auch alles, natürlich. Guck mal, der qualmt noch richtig. Wahnsinn. Das ist toll. Schön. Ich liebe diese Sendung heute wegen den tollen Produkten, aber auch wegen dem heißen Kaffee. Sandwich war vorhin auch hervorragend. Ich hoffe, Sie sind schon die ganze Zeit dabei, dass Sie diese ganzen tollen Produkte gesehen haben. Aber das halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Auch wenn man nur zu zweit ist zum Beispiel, eben auch zwei Smartphones. Natürlich, ich muss nicht alle vier Steckplätze belegen. Ich kann 1, 2, 3, 4. Alles ist da möglich. Kann ich machen ohne Probleme. Und es gibt dann eben keinen Streit mehr. Wer darf zuerst laden? Oder wenn ich auch nur, es gibt ja viele, die haben wirklich nur ein Netzteil. Also das Teil, was von den 230 Volt umwandelt auf 5 Volt. Wenn es da nur eins gibt, dann kann ich sowieso immer nur ein Gerät laden. Ja? Aber hier jetzt vier parallel, das für 10 Euro. Sie sehen die unverbindliche Preisempfehlung 34,90 Euro. Übrigens, überladen können Sie auch nicht. Da ist nämlich ein Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz. Das ist ein schwieriges Wort. Sag's mal. Kurzschlussschutz. Boah, du hast das besser drauf. Okay, Überhitzung passiert auch nicht, auch keine Probleme. Sie kennen das bei so Billig-Akkus oftmals oder Transformatoren, Trabos hier. Die werden unglaublich heiß, passiert hier auch nicht. Also an alles gedacht, Sicherheit gedacht und dass es unter Umständen eben keinen Familienkrach gibt, um den, wer als nächstes aufladen darf.
Richtige Smart-Technologie hier. Schnelles Laden von Ihrem Smartphone, von Ihrem Tablet oder auch von dem Tablet Ihres Partners, des Sohnes, der Tochter oder vielleicht der Enkel. Das alles ist möglich für 10 Euro. Statten Sie sich bitte einmal aus und bestellen Sie. Sie können natürlich auch direkt mehrere bestellen. Was Sie brauchen, ist natürlich die passende Bestellnummer und die nenne ich Ihnen jetzt. PX8439 und die 569. Aus dem Hause Revolt wirklich eine fantastische Erfindung. Nämlich der 4-Port-Power USB-Wandnetzteil mit 21 Watt. Also ein tolles Produkt, ein tolles Gerät aus dem Hause Revolt. Top-Kundenauszeichnung, 5 von 5 Sternen. Und hier habe ich auch wieder Kundenmeinungen. Da sagt zum Beispiel Katja, es spart enorm viel Platz an der Steckdose und besonders auf meinen vielen Reisen ist es ein unverzichtbares Utensil. Ja, gerade auch im Hotel, da hat man vielleicht eine Steckdose neben dem Bett, muss allerdings mehrere Dinge laden. Dafür ist das natürlich optimal. Und wir haben schon unser nächstes Produkt. Da muss ich sagen, da schaue ich jetzt besonders gut hin. Warum? Werde ich dir gleich erklären. Jetzt stecken wir es erstmal ein. Das ist ein wunderschöner, wirklich ein Treppenzimmerbrunnen. Heißt auch so, die Himmelstreppe. Und guck mal, der ist leicht beleuchtet. Ich hoffe, das kommt jetzt hier rüber. Und wenn man da drehen wir mal so rum. Guck mal, da sehen wir es noch besser. Der Wasserfluss ist stufenlos einstellbar an der Pumpe, die hier unten drin ist. Und jetzt haben wir hier immer so ein leichtes Plätschern. Und warum ich jetzt besonders gut hingucke, kann ich dir genau erklären. Weil ich habe vor, einen Zimmerbrunnen zu kaufen. Habe ich heute erst im Kollegium erzählt. Ganz einfach, weil ich habe mir ein neues Blumenfenster eingerichtet. Ich habe mit so verschiedenen Tischen so eine leichte Treppe bei mir in der Wohnung gemacht, wo jetzt verschiedene Pflanzen, Bambus, Palmen und was weiß ich, das, was halt bei mir überlebt, drauf. Und in die Mitte möchte ich einen kleinen Zimmerbrunnen machen. Ja? Und normalerweise kosten solche Zimmerbrunnen eben 30 Euro. Ja, nach oben keine Grenzen. 40, 50, 60 Euro. Aber jetzt für 10 Euro, da werde ich gleich zugreifen. Ich überlege jetzt sogar, ob ich nicht einen links und einen rechts positioniere, weil das ist ja nicht nur beruhigend und schön mit dem Licht und mit dem Wasser, sondern hier wird auch immer eine ganz geringe Wassermenge in die Luft abgegeben. Richtig, und die Luftfeuchtigkeit wird verbessert. Genau, gerade jetzt, wenn es wieder kälter wird, dann haben wir oftmals trockene Luft, wenn wir noch ein bisschen heizen und das fehlt auch den Pflanzen. Und damit kann ich jetzt ganz, ganz sanft und langsam auch die Luftfeuchtigkeit gerade in einem Blumenfenster hier wieder ein bisschen erhöhen und somit geht es den Pflanzen gut, sieht toll aus, wie ich finde, kannst du auch noch schön dekorieren außenrum, je nachdem, wie du es natürlich umstellst, also was du in welches Arrangement du diesen Brunnen reinmachst, sieht das unglaublich schick aus. Richtig, und für 10 Euro ist das ein richtiges Schnäppchen. NC9157 und die 569. Den Damen, die kennen vielleicht dieses Problem mit den spröden Haaren, mit der trockenen Haut im Winter. Da kann man cremen, so viel man möchte. Ich kann es euch sagen, das Problem liegt meistens darin, dass die Luftfeuchtigkeit wirklich einfach zu gering ist. Und deshalb bringt das Cremen mit der besten Creme auch nicht viel, wenn die Luftfeuchtigkeit nicht einfach verbessert wird. Und das kann man optimal mit einem Zimmerbrunnen machen. Hier die Variante finde ich auch wirklich toll, einmal von der Größe, um die zum Beispiel neben dem Bett hinzustellen. Denn ich finde einmal dieses plätschernde Wasser, das hat eine sehr beruhigende Wirkung. Zum einen kann man natürlich deutlich besser schlafen, weil die Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer einmal erhöht wird. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt. Sie können hier so richtig entspannen abends mal. Dann haben Sie noch die tollen LEDs, die hier einmal leuchten. Das Ganze ist 18 cm groß ungefähr. Und dann können Sie sich wirklich immer richtig fallen lassen. Weißt du, wo du das auch gut mitnehmen kannst? Wenn du jetzt einen Bürojob hast, wo du dich oft mal ärgerst, ja? Dann stellst du den einfach neben deinen Bildschirm, ja? Und machst ihn rein, steckst ihn ein und dann hast du dieses beruhigende Licht-Wasser, diese Licht-Wasser-Kombination. Leichtes Plätschern also hier. Was runterläuft, also egal ob zu Hause, Blumenfenster, Kommode oder dann im Büro, ganz egal wo, wie Wien hat gerade gesagt, Schlafzimmer, ja, müssen Sie ausprobieren, wie empfindlich Sie sind. Viele regt das ja zum Toilettengang an, wenn man schläft, also das ist nicht, ja, müssen Sie ausprobieren. Aber ich denke, als Deko-Idee wird jeder zu Hause hier irgendein Plätzchen finden, wo man so einen Zimmerbrunnen installieren kann und mit 10 Euro mache ich ja wieder mal nichts falsch, komplett für 10 Euro. Ich muss nur noch ein bisschen Wasser einfüllen. Das ist alles, was ich tun muss und einstecken. Und dann geht's los. Richtig. Und dieser tolle Name, der beschreibt es, glaube ich, richtig gut. Himmelstreppe. So nennt sich dieser Zimmerbrunnen. Und das ist doch wirklich die Treppe zum Himmel. Und vor allem hier wirklich ein tolles Deko-Accessoire mit einem wunderschönen Nebeneffekt. Einmal der Luftbefeuchtung und des Weiteren diese beruhigende Wirkung dieses plätschernden Wassers. 10 Euro, ein Preis, den man sich sichern sollte. Das geht unter der NC 9157 und der 5. 6, 9.
69. Also wirklich tolles Ambiente und gutes Raumklima für Ihr Zuhause, für Ihr Schlafzimmer, für Ihr Wohnzimmer oder für Ihre Pflanzen, wenn Sie wollen. All das geht und das für so wenig Geld. Das geht eigentlich nur in der 10x10-Show. Ja, auf jeden Fall. Also ich werde gleich zugreifen, wahrscheinlich sogar zweimal. Aber Sie können das auch einfach anrufen. Holen Sie sich diesen wunderschönen, Vivian hat es gesagt, 18 cm hohen. Ich habe einen Kundenbeitrag. Ja, gerne, gerne. Ja, Kurt aus Augsburg schreibt, es ist gerade in der dunklen Jahreszeit wunderschön. Das Lichtspiel, das sich permanent durch den Fluss des Wassers ändert, an der Decke beobachten zu können, also von oben. Das LED-Licht ist sehr angenehm, das Geräusch des fließenden Wassers beruhigend. Einfach nur schön. Es ist nicht aufdringlich, das ist auch wichtig. Man hört es auch hier fast nicht, man hört aber so ein leichtes, wie ein Gebirgsbächchen hört sich das an. Und übrigens, nicht von oben auf das Licht schauen, sondern das, was er jetzt gerade gemeint hat, ist, wenn es dunkel ist und du hast jetzt auf der Fensterbank nur, dann spiegelt sich das oben an der Decke und das sieht also wirklich auch enorm schön aus. Hörst du dieses leichte Plätschern? Und je nachdem natürlich, wie du es eingestellt hast an der Pumpe, den Fluss, den kannst du auch höher oder niedriger einstellen, wird es ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Das kann man ja auch ganz einfach nach eigenem Empfinden einstellen. Das finde ich schön. Stufenlos einstellbarer Wasserfluss heißt das dann in der Beschreibung. Und das werden Sie ganz schnell sehen. An der Pumpe ist so ein kleines Einstellrädchen. Da kann man dann Plus oder Minus einstellen. Also denkbar einfach zu bedienen und sieht einfach toll aus. Richtig, ca. 18 cm hoch Ihre Himmelstreppe, Ihr Luftbefeuchter, Ihr Zimmerbrunnen, Ihre Wohlfühlatmosphäre für zu Hause. Der Wasserfluss, der ist stufenlos regelbar, 10 Euro, das ist der tolle TV-Sonderpreis hier. Der ist übrigens bis zu 2 Stunden nach der Sendung noch gültig, deshalb hier am besten nicht lange warten und direkt zugreifen. NC 9157 und die 569, das ist Ihre Bestellnummer für Ihr wunderbares Dekoobjekt und auch natürlich so zwischen Pflanzen sieht das wirklich wunderschön aus. Und die Pflanzen, die Haut, Ihre Lunge, Ihre Gesundheit, die wird es Ihnen danken, wenn Sie hier zugreifen und einen Zimmerbrunnen bestellen. Haben Sie Ihr Schnäppchen schon gemacht? 10x10 Show, das heißt 10 Produkte für 10 Euro. Ich hoffe, Sie haben schon was gefunden. Wenn nicht, eins haben wir noch. Jetzt kommen wir nämlich zu unserem 10. Produkt heute. Und das ist mal was für alle, ich sag mal, sportlichen Menschen. Das ist etwas, worauf Sie vielleicht gewartet haben. Es geht nicht um die Kopfhörer alleine. Nein, das ist natürlich dabei. Kopfhörer sind dabei. Es geht hier um dieses Gerät. Das ist ein Mini-MP3-Player. Jetzt warum sage ich, auf das hat man gewartet? Viele gehen joggen oder machen Sport und haben dann ihr Smartphone dabei. Ja, das Smartphone ist groß. Es ist viel, viel schwerer als unser MP3-Player und vor allem... Teuer, wenn es runterfällt. Ja, wenn es runterfällt, teuer, aber auch die Akkuleistung. Ja, wenn du mal Musik hörst, nach 3-4 Stunden ist dein Akku am Smartphone leer. Dann geht gar nichts mehr, weder Musik noch telefonieren. Deshalb ist das hier die günstige Alternative. Ganz einfach zu bedienen. Sie sehen, einschalten, Play, Pause, vorspulen oder zurückspulen. Das Ganze wird gespeist mit einer Micro-SD-Karte. Also hier einfach die SD-Karte rein, Musik drauf. Dann hast du das hier als praktisch Fliegengewicht dabei beim Joggen. Jetzt natürlich den Kopfhörer anschließen, der auch im Lieferumfang enthalten ist. Da unten sehen wir Kopfhöreranschluss. Das hier ist das Ladekabel. Auch hier 7 Stunden Dauermusik hören. Aber selbst wenn der mal leer ist, ist es ja kein Beinbruch, weil erstens mal, vielleicht haben sie eine Powerbank, kann ich es wieder aufladen. Und zum Zweiten, ich kann ja trotzdem noch telefonieren, weil das Telefon habe ich ja nicht benutzt. Telefon hat ganz, ganz einfach die weitere volle Kapazität. Weißt du, und jetzt habe ich schon gesehen, du kannst das zum Beispiel gerade mit dem Klebeband einfach an den Arm oder es gibt auch so kleine Klettverschlüsse, so Kabelbinder. Ja, kannst du ganz einfach oder in die Tasche, das spürst du überhaupt nicht. Halt's mal, das hat fast kein Gewicht. Ja, das stimmt. Und jetzt vergleich's mal mit deinem Smartphone. Kann man nicht vergleichen. Eben. Ich habe ja auch, wenn ich zum Fitnessstudio gegangen bin zum Beispiel, habe ich mein Smartphone immer mitgenommen, um die Musik zu hören und jetzt sage ich Ihnen, wie ich das gemacht habe. Habe das Smartphone genommen, das wollen einmal wir das in den hören? BH gesteckt. So, und dann bin ich so dann schön auf dem Crosstrainer gewesen und habe trainiert und trainiert und trainiert und wenn dann was war, musste ich komplett einmal in den BH packen, das sah dann so aus und habe mein riesen Smartphone da einmal rausgeholt, um was umzustellen, dann wieder reingelegt, das war richtig, richtig umständlich. Das hier ist klein und kompakt, das passt auch super in den BH, wenn Sie das genauso machen, vielleicht wie ich beim Sport. Ansonsten gibt es da hast tolle du für Taschen. Herren auch einen Tipp? Oder ja, für die Herren Hosentaschen. Ja, stimmt, ein natürlich. Besonderer Geheimtipp. Okay. In der Hosentasche einfach verstauen, hier einmal wie beim Ralf, so zack, du spürst die Kopfhörer das wirklich dann nicht. Einmal und das ist wirklich
wirklich toll. Okay. Man spürt es wirklich nicht, dann im Sportdress vielleicht die Kopfhörer sogar unten durch. Man sieht auch nicht. Zeig doch mal da vorne. Nee. Man sieht hier wirklich nichts. Ich gehe mal nach vorne. Da sieht man es. Man sieht es ein klein wenig an der Hose hier. Wenn wir ein bisschen nach unten fahren, da habe ich es jetzt drin. Da sehen Sie es vielleicht hier. Ein ganz kleiner Absatz. Aber man spürt es wirklich nicht. Das wiegt nur ein paar Gramm. Passt hier problemlos rein. Ist ganz einfach zu bedienen. Sie haben es gesehen. 4-Knöpfe-Regelung. Stereo-Kopfhörer ist dabei. Ladekabel ist dabei. 7 Stunden Laufzeit haben wir hier. Und ein irre Sound durch diese hochwertigsten Stereo-Kopfhörer in ihr Kopfhörer, wie man so schön dazu sagt. Also das ist mal ein tolles Angebot für alle, 10 Euro. Die gerne unterwegs sind oder die viel unterwegs sind, die Sport machen, die Musik hören zur Motivation beim Sport, ob es Walken ist, ob es Joggen ist, ob es einfach nur spazieren gehen ist oder wie du, wahrscheinlich sitzt du also auf dem Stepper oder beim Spinning im Fitnesscenter oder da können wir es natürlich auch anlegen. Und das Smartphone bleibt unangetastet, der Akku bleibt gleich voll, das ist wichtig und das wiegt auch nichts. Natürlich wiegt es was, nicht schlimm, aber mal verhältnismäßig nichts. Beim Sport passiert das so oft, dass man vielleicht mal eine andere Übung macht, wo man dann nicht auf das Smartphone aufpasst. Und ich kann Ihnen sagen, wenn so ein Display kaputt geht, das wird richtig, richtig teuer. In manchen Fällen muss man sogar das Smartphone einmal austauschen. Hier für 10 Euro bekommen Sie die kleine, kompakte und vor allem deutlich günstigere Alternative zu Ihrem Smartphone, um Musik zu hören. Sie können hier einmal Micro-SD-Karten einlegen, die bis zu 32 GB Platz haben. Falls Sie da keine fragen Sie doch bitte einmal die Kollegen im Callcenter. Die haben auch noch ganz tolle im Angebot für wirklich kleines Geld. Die können Sie direkt mitbestellen. PX4977 und die 569, das ist die Artikelnummer für Ihren Mini-MP3-Player. Auch hier wieder ein tolles Geschenk, gerade für alle Musikfans, für die Kleinen, für die Jugendlichen, da einfach mal so ein nettes Mitbringsel zu haben. Und Weihnachten steht auch bald schon vor der Tür. Wir haben nur noch ein paar Tage bis zum ersten Advent. Nicht paar, aber nicht mehr viele auf jeden Fall. Und am 6. Dezember ist ja auch Nikolaus und das ist, denke ich, ein ganz tolles Nikolausgeschenk, wo Sie nicht zu tief in die Geldbörse greifen müssen. Ja, auch eben gerade für Wichteln heißt das, glaube ich, bei euch. Bei uns heißt es Grabbelsack, also für so Firmenfeiern, Vereinsfeiern, wo man sagt, jeder bringt ein Geschenk mit, darf aber nicht mehr als 10 Euro kosten. Schauen Sie, hier sind Sie bei 10 Euro und das ist was, was jeder wirklich brauchen kann. So ein kleiner MP3-Player. Übrigens für alle, die Musik gerne extra einstellen. Hier ist auch noch ein Equalizer drin, also zum Einstellen der Höhe und der Tiefen, das ist ein Verhältnis. Der eine mag mehr Bässe, gerade wenn man joggt, mag man gern Bass, ja, treibt einen nach vorne. Oder man möchte es doch, gerade wenn man mal ein bisschen Klassik hört, nicht so basslastig. Das kommt immer auf den Musikstil an. Hier kann ich es anpassen, dank dem integrierten Equalizer. Richtig, und das Produkt vorher, beziehungsweise zwei vorher, da hatten wir ja diesen 4-Port Power USB, dieses Wandnetzteil. Und dieser Mini-MP3-Player, der wird übrigens auch über USB geladen. Das Kabel kommt selbstverständlich mit dazu. Und hier können Sie dann zum Beispiel einmal mit dem Produkt vorher Ihr MP3-Player laden, Ihr Smartphone laden, Ihr Tablet laden, haben natürlich nur eine Steckdose dafür benutzt und vor allem nicht viel Geld ausgegeben, denn alle Produkte kosten in der 10x10-Show nur unschlagbare 10 Euro. Hier dieser MP3-Player in diesem Mini-Format, das ist wirklich ein tolles Geschenk. Ralf hat es schon gesagt, auch beim Wichteln. Ihre Kollegen werden Ihnen gar nicht glauben, dass Sie dafür eine 10 Euro gezahlt haben. Also heute hatten wir wirklich faszinierende. Also natürlich toll die Isolierkanne, ich habe Kaffee bekommen. Das Sandwich-Maker, oh, die Sandwich waren super toll, lecker. Ja. Also das werde ich mir nach Hause holen. Den Zimmerbrunnen, wir hatten eine Taschenlampe, wir hatten eine Powerbank, wir haben hier den Mini-MP3-Player. Jetzt habe ich noch einige vergessen. Also, ja, den hatte ich schon erwähnt. Aber 10 gigantische Produkte. Sie können alles nochmal nachschauen, wenn Sie jetzt auch das ein oder andere schon vergessen haben, auf www.pearl.tv. Einfach runterscrollen, da sind alle Produkte, die wir in den letzten 2 Stunden gesendet haben, nochmal genau für Sie zu sehen. Und auch dran denken, die Preise gelten immer 2 Stunden nach der Sendung. Also jetzt ans Telefon anrufen und dann viel Spaß damit.